Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir mit einer besseren Qualität. Oh mein Gott, Leute, ihr glaubt gar nicht, was das für ein Unterschied ist, wenn man mit dem Handy ganze Zeit gefilmt hat und jetzt mit einer eigenen, krassen, geilen Kamera. Das macht jetzt einfach wieder richtig Spaß, Videos zu machen und ich habe da wieder auch richtig Bock drauf, weil ich weiß, die Qualität ist jetzt auch tausendmal besser, also wirklich tausendmal, wenn ihr jetzt mal das Video, was ich vor diesem Video hochgeladen habe, anschaut, dann, also der Unterschied, der Sprung, der ist sehr, sehr, sehr krass, deswegen. Und ich bin mega glücklich, dass ich jetzt eine eigene Kamera habe und es werden auf jeden Fall jetzt immer Videos kommen mit dieser Kamera, deswegen braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass jetzt wieder schlechte Qualität oder so demnächst wieder kommt. Ja. Genau, zu dem wollte ich noch was sagen, was mir ein bisschen auf dem Herzen liegt. Und zwar haben sehr viele sich in den Kommentaren oftmals richtig aufgeregt. Also es war nicht mehr dieses, ja du, deine Qualität ist sehr schlecht, kommt vielleicht nochmal eine bessere Qualität. Also halt so, dass man, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber in den Kommentaren stand wirklich so, ja, was soll das? Du hast voll die scheiß Qualität. Also wirklich so richtig aufgeregt, wo ich mir so denke, wir sind nicht die Reichsten und ich kann mir auch nicht alles leisten. Eine Kamera kostet so viel Geld und ich kann nicht mal eben, ja, ich kaufe mir jetzt eine neue Kamera, weil meine Zuschauer das sagen. Ich habe nicht das Geld dafür direkt. Ich muss auch erstmal sparen und sparen und sparen. Deswegen hat das auch jetzt lange gedauert. Ja, das wollte ich halt nur nochmal gesagt haben. Kommen wir jetzt auch endlich zu dem Hauptpunkt dieses Videos. Und zwar dachte ich mir, dass ich ein paar Fragen beantworten werde, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt auch direkt. Liha.lr, tut mir leid, wenn ich eure Namen irgendwie falsch ausspreche. Deswegen nimmt mir das nicht böse. Fragt, hast du Fake-Freunde? Also, Fake-Freunde, ich sag mal so, wenn ich merke, jemand ist falsch, dann wende ich mich von dieser Person ab und bleib nicht noch mit der Person befreundet und weiß aber im Endeffekt, dass es ein Fake-Friend ist, sondern wende mich halt von dieser Person ab und ich bin ehrlich, ich bin schon ein Einzelgänger, ich habe nicht viele Freunde, ich habe höchstens 2 Freundinnen, mit denen ich wirklich guten Kontakt habe. Und ja, ansonsten, ich habe eigentlich mit niemandem was zu tun, was ich auch persönlich besser finde, weil ja, es gibt keinen Stress. Exona17- fragt, warst du oder bist du in der Schule schüchtern, also leise oder eher laut? Also ich muss sagen, wenn ich merke, ah, das hört sich total bescheuert an, ich weiß. Aber wenn ich merke so, ich werde gemocht von vielen und ich habe meine Clique da, dann bin ich natürlich, ich bin oftmals der Klassenclown gewesen. So, ich mache irgendwelche Fratzen, ich mache Unfug. Also ich bin eigentlich, ich muss sagen, ich weiß nicht. Also ich kann sehr, sehr schüchtern sein und sehr leise, aber ich kann eigentlich auch manchmal sehr offen sein. Und deswegen, also es kommt immer darauf an, wie die Menschen sind, wie die Personen sind zu mir. Und ja, es kommt immer eigentlich drauf an. So, ich kann aber auch sehr leise sein. Mike My Prince fragt, wann hast du Geburtstag? Am 10.7. Jetzt bald und dann werde ich 18. Karim-Nabwani, was ist dein Traumland und warum? Mein Traumland. Okay, Amerika. Hundertprozentig Amerika. Ich möchte unbedingt mal nach Amerika. Das ist mein größter, allergrößter Traum, dass ich mal nach Amerika fliege. Ich sag ja, ich habe schon mal in einem Video erwähnt und wenn es nur ein Tag ist, ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, ich finde dieses Land ist einfach so schön. Also wirklich, ich spiele so oft, ich weiß nicht, ich finde es einfach so faszinierend. Das gibt es nicht so. Ich mag dieses American und diese, oh, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. So, ich finde es einfach traumhaft schön und ich möchte unbedingt gerne mal dahin und die Sachen sehen, die so, zum Beispiel Hollywood oder, ich wollte gerade Los Santos sagen.
Das ist typisch GTA-Spieler. Oh mein Gott. Ihr wisst schon, was ich meine. Diana Singer fragt, wie kam es dazu, dass es auf einmal berghoch ging und du Fame wurdest? Also Fame würde ich mich ganz bestimmt nicht bezeichnen als Fame. Kann also eher bekannt oder so. Eine Person der Öffentlichkeit, so in der Art. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Man muss immer gucken, wie man sich ausdrückt, weil sonst immer alle rüber, hä, denkst du, du bist Kylie Jenner oder was? Nein! Hallo? Doch, nein. Spaß. Alles Spaß, Leute. Ihr müsst nicht immer alles ernst nehmen, was ich sage. Nein, ich habe angefangen mit meinen Musical.lys und ich habe sie hochgeladen und fand es eigentlich ganz cool. Und es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und irgendwann, ich weiß nicht, welches das war, Controller Challenge oder so war das? Dieses, wo man hier... das wurde auf so krassen Seiten geteilt, wo ich mir so denke, was? Die haben so 5 Millionen Abonnenten auf Instagram. Marcel.Bendl fragt, was ist dir an Jungs wichtig für eine Beziehung? Treue, Vertrauen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ja, dass man halt immer über alles reden kann. Sowas halt, ne? Das ist eigentlich so das Wichtigste. Ja, auf jeden Fall. Lucia_dem fragt, ein Jahr ohne Schminke oder ein Jahr ohne Fastfood? Scheiße. Ich mache mich sehr gerne schick. Also, ich denke, Fastfood dann weg. Ja, ein Jahr ohne Fastfood. Es gibt auch andere Sachen, die lecker sind. Und ich probiere eigentlich regelrecht alles. Dore.Singer fragt, was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Love you too. Das Peinlichste, wie gesagt, was mir passiert ist. Das Peinlichste, was mir jemals passiert ist, dass ich beim Konzert den Text vergessen habe und dann irgendwas genuschelt habe. Das war, glaube ich, das Peinlichste, was mir jemals passieren konnte. Das war wirklich richtig peinlich. Ach du Scheiße. Ich habe mich so unwohl dann gefühlt. Ich war so unglücklich dann, weil ich mich so geschämt habe und ich wollte eigentlich euch beweisen, dass ich, ja, dass ich doch was kann. Aber dann habe ich den Text vergessen. Aber ihr fandet es irgendwie nicht schlimm und habt es trotzdem gefeiert. Deswegen ist eigentlich alles ganz cool gelaufen dann noch. So, Leute, das war's jetzt schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Qualität natürlich auch. Und ich muss mal gucken, wie ich weiter vorgehe mit dem Hintergrund, mit dem Licht. Ich habe ja noch meine Ringleuchte und das wäre eigentlich auch mega schön. Aber da muss ich mich nochmal richtig auseinandersetzen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!